Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Also lass uns zocken. Wir zocken heute wieder weiter mit Rise of the Tomb Raider. Wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich muss leider zugeben, ich weiß, wie es weitergeht, weil ich habe vorher schon mal eine Aufnahme gemacht von 2 Stunden. Aber der hat die Videospur hat er nicht gespeichert. Also sprich, ich muss es leider alles neu machen. Nur ich hoffe, der speichert jetzt. Also jetzt habe ich nachgeguckt, jetzt speichert er es auch. Nur es hat dann abgefuckt, weil vorher, ich hab's halt aufgenommen, dies, das, ne. Und einfach kein Speicherstand. Richtig scheiße. Hätte ich auch gleich einfach nicht aufnehmen sollen. Jetzt liegt aber, jetzt liegt zwischen den Aufnahmetagen 2 Tage dazwischen. Weil ich war, Kumpel hatte Geburtstag, ein bisschen feiern, dies, das haben wir. Versucht, die Anlage anzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen... Oh, shit. Ich dachte, das ist... Komm her. Ja, nur du und ich. Easy, easy going, Alter. Noch nicht mal gesehen, aber trotzdem gekriegt. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay, okay. Damit hätten wir Lärm machen können. Okay, never mind. Ich dachte gerade, das wäre jetzt irgendwas Wichtiges. Hier noch irgendwas, was ich holen kann? Nö. Vielleicht da hinten. Ein Dokument. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Naja, wir haben Fallen gelegt. Ah ne, hier gibt es ja noch andere. Never mind. Voll vergessen. Kommen wir denn da hoch? Hm. Ah, okay. Oder? Nee. Hä? So kommen wir runter. Aber wir müssen da hoch. Ich bin so dumm. Hä? Doch nicht. Doch, ich bin dumm. Einfach hier. War ja gar nicht so schwer. Okay, wir haben die Giftpfeile. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hing ich... Verdammt, er ist noch da. Entschuldigung, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, wusste ich nicht, wie ich die Pfeile verwenden kann. Ja. Und bin erstmal direkt gestorben. Aber dafür weiß ich jetzt, wie ich das machen kann. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Bärschien. Hier bin ich, hallo. Komm. Shit. Diesmal schneller als das letzte Mal. Das letzte Mal habe ich saulange dafür gebraucht. Ich bin 2-mal gestorben. Und habe dann erst gemerkt, wie die Giftpfeile funktionieren. Beziehungsweise wie ich sie verwenden kann. Aber dafür haben wir jetzt schön den Bären getötet. Ging dafür jetzt mal schneller. Das heißt, wir können... Okay, ich glaube, die nächsten paar Parts können ein bisschen schneller vorbeigehen. Aber ich weiß nicht mehr alles genau, weil ich habe extra dafür ein bisschen gewartet. Dies, das, ne? Und ja...
Aber wo müssen wir jetzt hin? Nach unten. Ach ja, ach ja. Ah, da ist wieder so ein Ding, was wir aufmachen könnten. Da liegt was am Boden. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Dies ist krass, dies ist krass. So. So. Aber das Einzige, was sich jetzt irgendwie nicht geändert hat, beim letzten Part hatten wir andere Haken da. Sind immer noch die gleichen wie vorher. Als wir in der Truhe gewesen sind, hatten wir auf einmal andere Haken. Jetzt nicht. Jetzt ist das nicht geändert. Tja, man kann ja nicht alles haben, ne? Okay, da können wir wieder hoch. Das sieht schon ein bisschen kalt hier aus, muss ich ehrlich sagen. Scheiße, das wird echt kalt. Ach, wieso denn? Das ist ja... Wir sind... unter der Erde. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Ja, mach ich auch immer. Ja, aber Lara, das ist... ich weiß nicht, wieso es kalt sein sollte. Guck doch mal an. Hier ist dann nur Eis und Wasser. Also. Ich weiß nicht, warum es kalt sein sollte. Also wirklich, das ist halt fraglich, fraglich. Geht auch. Ja, danke. So. Eine Peiße. Diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Also wie man das daraus lesen kann, ich sehe auf jeden Fall nur Gekrakel. Mehr kenne ich zum Beispiel nicht. Okay. Hä, what the fuck? Ich schwimm auch immer in der Luft. Okay. Hier ist wieder ein Lagerfeuer. Da hinten ist auch noch was. Dafür müssen wir nicht ins Wasser gehen. Können ja mal kurz gucken. Wir haben ja, glaube ich, einen neuen Fähigkeitspunkt, glaube ich, oder? Und was ist neues Inventar? Überlebende. Komm, gucken wir hier. Sie erleidigen weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriff. Der Effekt verstärkt sich mit der Herzausstellung. Machen wir mal das hier. Na, weniger, weniger Schaden durch Feinde. Ausrüstung, was können wir denn... Ach so, das ist Munition und sowas. Hm. Machen wir mal dies und dann machen wir später das hier. Dann können wir das auch noch machen. Dafür müssen wir nochmal zwei diesen komischen Sonderfällen, keine Ahnung, was das ist, besorgen. Können wir bei Waffen was machen? Nee. Können wir nichts machen? Hätte ja sein können, aber nein, es will nicht.
optionale Herausforderung. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Ich wollte laufen. Eine byzantinische Kriegsgalerie. Wie zum Teufel kommt die hier runter? I don't know, but sieht schon fresh aus, Leute. Sieht schon fresh aus. Und hoch da. Natürlich werden wir jetzt zuerst auf das Schiff gehen. Ich wollte gerade da runterspringen. Natürlich werden wir zuerst jetzt das Schiff machen. Hm, das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Weil... Wieso sollte ich das Schiff nicht machen, wenn es schon hier ist, ne? Könnte ja was Schönes drin sein. Da oben muss irgendwas sein. Das war mir schon klar, dass da irgendwas sein muss. Weil sonst wäre hier nicht einfach so ein Schiff und dann könnte man da nicht von da aus drauf gehen, ne? Also wirklich schlimmer, als wären wir so dumm. Ja, heb drauf. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Ja, das Nickerchen ging ein bisschen zu lange, würde ich mal sagen. Der ist halt während des Nickerchens eingefroren. Kann man mal machen, wenn man will. Ob das so produktiv ist, ist eine andere Sache. Wir müssen nämlich jetzt gerade das Eis zerstören. Dafür müssen wir hier drauf und darüber, weil wir das ja gerade eben runtergeholt haben. Tappa. So. Ich weiß nicht, ob wir das Schiff noch in diesem Party schaffen, da es schon 13 Minuten sind. Ich weiß es nicht. Ich verspreche es mal nicht, aber ich hoffe es, dass wir es hinkriegen. So, müssen wir das erstmal runter machen? Und losgehen, bevor es wieder hochgeht. Schnell, schnell. Das andere ist, wir müssen da jetzt rüber. Aber wie habe ich das letzte Mal, habe ich nur aus Zufall hingekriegt, das letzte Mal, ja? Das letzte Mal habe ich das aus Zufall da hochgekriegt. Nur, ob ich es jetzt wieder hinkriege, ist eine andere Sache. Nicht, dass ich jetzt sterbe. Egal. Genau so. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ich habe es halt einfach gemacht, ja? Man weiß sich halt immer zu helfen. Egal, ob es richtig ist oder nicht. Aber es ist schon geil, so dass sie es eingefügt haben, so ein Schiff in der Eisscholle drin. Das ist schon geil. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Da würde ich mal fragen, wieso nicht? Neue Karte. Karte aktualisiert. Was ist getan? Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder.
Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Also wirklich, er sagt der Bastard, aber hier steht Dreckskerl, also wirklich. Das geht mal gar nicht. Liegt irgendwo noch was anderes, was wir mitnehmen können? Ja, das ist... Egal, gucken wir uns das hier an. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit gemeistert, alte Fähigkeiten. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu zwei Pfeilen ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasche Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeils schnell linke Maustaste drücken und loslassen. Okay, wir machen das mal kurz. Ah, nice. Das ist auf jeden Fall nice. Wenn wir auf der richtigen Höhe sind, können wir sogar zwei Pfeile hintereinander abdrücken. Mittlere Maus, so stellen wir giftige Pfeile her. Okay. So, ich sehe gerade auf dem Timer, wir haben 17 Minuten jetzt. Sorry dafür, aber ich wollte das Schiff noch fertig kriegen in diesem Part. Und dann, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ein Kommentar würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, hinterlasst mir doch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und tschüss!